Servus Leute zu einem weiteren KI-Kampf des Mod-KI-Turniers. Und heute treten an die Zero Red bzw. die Ratte auf Steroiden von Herzog Timmel gegen den Pikenkardinal von Tar erstellt. Und genau, das sind jetzt beides KIs, wo eher im unteren Drittel angeordnet sind der Tabelle. Die Stero Red hat, glaube ich, noch nicht gewonnen und der Pikenkardinal bis jetzt ein Unentschieden rausholen können, soweit ich weiß. Und genau, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein ins Match. Und wir gucken uns hier erstmal die Stero Red an. So, schauen wir uns erstmal den Aufbau an, bevor ich was zu AEC sage. Hat auf jeden Fall den schnellsten Build Speed, kriegt deswegen ihre Wirtschaft relativ schnell aufgebaut, auch wenn hier der arme Holzfäller hier auf eine Mauer teleportiert wurde und dadurch leider despawned ist. Aber wie man sieht, sehr schnell wird die Waffenproduktion schon aufgebaut. Das heißt, potenziell kann die Stero Red hier sehr schnell Truppen produzieren und angreifen. Jetzt kommen noch die ganzen spinnenartigen Beine hinzu, sag ich jetzt mal. Wie viele sind das? 3, 4, 5. Das kann man nicht wirklich dazu stellen. Weil. Kommt halt drauf an, ob das noch hier mehr wird, aber wenn, dann. Ne, sind ein bisschen zu viele Beine dann. genau. Bioproduktion läuft auch schon. Ist aber jetzt schon auch out of gold, wenn wir das mal vergleichen mit dem Pikenkardinal. Ja, der hat zwar seine Nahrungsproduktion aufgebaut, aber ansonsten auch nicht so viel. Hat aber auch ein niedrigeres, niedrigeren Build Speed, soweit ich weiß. Ja, und dann würde ich sagen, hau ich perfekt raus zur Stero Red. Genau, zunächst einmal zur Außenwirtschaft. Die Sterurin-Ratte hat bis zu 16 Farmen, davon 11 Apfelfarmen, 5 Käsereien. Und ja, ich spreche es wirklich 11 aus. Tut mir leid, Leute, wenn ich nicht 11 sage. Aber das ist bei mir einfach so angewohnt, dass ich 11 sage. Viele haben sich da lustig gemacht, dass ich ein paar Wörter so komisch ausspreche. 11 und anscheinend durch. Aber durch, also jetzt mal, merkt ihr da, dass das irgendwie falsch ausgesprochen ist? Weil, keine Ahnung. Durch. Manchmal tue ich vielleicht das CH zu deutlich betonen, aber mir persönlich fällt dann keine Besonderheit darin auf. Und ja, jedenfalls nochmal auf die KI zurückzukommen. 11 Apfelfarmen, 5 Käsereien und bis zu 5 Hopfenfarmen. 1, 2, 3, 4, 5, ja, das kommt hin und... Käsereien sehe ich bis jetzt nur 3. Ah ne, hier sind noch 2 weitere. 6, 7, 19, 11. Ja, hat er alles so platziert. Aber ich muss sagen, Hopfen benötigt man auf jeden Fall nicht bis zu 5. Bis zu 5 Hopfenfarmen. Also das sind hier 2 Schenken, die versorgt werden müssen. Und 2 Brauereien. Und da wird wahrscheinlich sogar schon 1 reichen. Für die KI würde ich jetzt trotzdem 2 machen, weil man weiß ja nie, wie die KI so das platziert. Aber 5 sind komplett Overkill, meiner Meinung nach. Aber gut, da kann ich halt ein bisschen Hopfen verkaufen. Ist jetzt nicht ultra effizient, aber, ne? Ist jetzt nicht ultra der große Fehler, sage ich jetzt mal. Da wurde auch schon der erste große Turm gebaut. Und der Vorteil natürlich, würde ich behaupten, bei der Burg, sie ist relativ günstig, um am Anfang eine solide Verteidigung zu haben. Denn diese ganzen schmalen Türme sind natürlich relativ günstig mit 10 Steinen. Und somit können so ein paar erste Raids eigentlich noch gut abgewehrt werden. Später wird es halt ein bisschen problematisch, wenn der Gegner mit Störkatapulten oder im Angriff mit Katapulten kommt, dann werden die wohl sehr, sehr schnell zerschossen werden. Weil die hier schon ziemlich ungeschützt sind. Nicht mal eine Mauer ist da ja davor. Und die Türme mit Ballisten sind schon ein gutes Stück weiter hinten. Genau, aber ja, nochmal zur Wirtschaft zurück. 3 Steinbrüche baut die Stero Red, ja, hat sie auch schon alle platziert.
Des Weiteren zwei Eisenminen, die sind hier relativ nah zum Vorratslager. Dann sechs Holzfäller, also vergleichsweise wenig, würde ich mal sagen. Die sind bis jetzt alle hier noch beschäftigt, das Holz wegzuroden. Und ansonsten noch eine Pechmine, die wurde auch schon platziert, weil die Steroratte, die hat ja auch ein bisschen Pech. Ja. Ansonsten, Sortis haben wir bis jetzt noch keine gesehen, meine ich. Aber es werden bis zu 10 Bogenschützen eingesetzt und bis zu 10 Pikeniere. Und in der Verteidigung wird die Stero Red maximal 129 haben, davon maximal 109 in der Burg und 20 Patrouillen, welche nur eine Gruppe bilden. Ja, ansonsten ich mal sagen, kann ich einen Tick schneller Wir werden werden hier. überfallen. Ja, Verteidigung, genau. Dann die Verteidigung setzt sich zusammen aus 2/5 Armbrustschützen, 2/5 normale Bogenschützen und 1/5 Pikeniere. Und hier sehen wir, glaube ich, die Raids. Denn als Raids werden maximal 20 Pikeniere und Mönche eingesetzt. Aber soweit ich das richtig gesehen habe, ja, die Stero Red baut offensichtlich keine Kathedrale, also war das wahrscheinlich davor mal so eingestellt gewesen, dass Mönche eben, hat wahrscheinlich der Ersteller ein bisschen damit experimentiert, ob man der Ratte noch eine Kathedrale gibt. Und dann hat er sich doch dagegen entschieden und die aber trotzdem einfach drin gelassen. Und die machen hier schon ein bisschen Stress, weil der Pikenkardinal hat jetzt noch nicht allzu viele Armbrustschützen auf den Türmen. Genau, ansonsten setzt auch drei Störgeräte ein. Davon zwei Feuerballisten und ein Katapult. Baumeistergilde steht übrigens hier. Wir werden überfallen. Was ich jetzt mittlerweile eigentlich mache, immer ist eigentlich, wenn es geht, die Baumeistergilde eher ein bisschen weiter nach vorne ausgerichtet zu platzieren, weil das einfach oft mal ein Bug beheben kann. Passiert ja manchmal, dass irgendwie der Baumeistergilde überflutet wird von Baumeistern und dann die KI nicht mehr wirklich Belagerungsgeräte bauen kann. Und wenn da eben ein Angriff vom Gegner kommt und der dabei alle Baumeister killt, dann wird der Bug häufig behoben. So wie es hier der Pikenkardinal im Prinzip gemacht hat. Der hat das schon auf jeden Fall richtig umgesetzt. So, dann muss ich auf meinen anderen Zettel hier gucken. Ja, jetzt kommt eigentlich, will ich nur noch was zum Angriff sagen, aber das dauert noch ein bisschen, bis der angreift und dann werde ich da nochmal drauf zurückkommen. Deswegen würde ich sagen, noch ein bisschen aufs Burgendesign. Passt natürlich so zur Ratte, dass das ein bisschen so konfus ist hier. Dass da irgendwie noch Löcher sind, also so eine Burg wie ein Schweizer Käse aufgebaut, so in etwa. Hat sich die Ratte vielleicht selber da so ein bisschen durchgefressen durch die Welle. Das passt auf jeden Fall gut, meiner Meinung nach. Ja, ansonsten sieht man auch hier die Störgeräte, die stecken hier ein bisschen fest in den Wellen. Also das ist auch noch ein weiterer Punkt, warum man die Baumeistergilde eher nach vorne ausgerichtet platziert, damit eben die Störgeräte nicht irgendwo stecken bleiben. Hier haben wir jetzt ein paar Sorti-Bogenschützen gesehen. Das Wir sollten dann werden auch die überfallen. Sorti-Pikeniere sein und hier wieder ein Raid. Wovon allerdings gerade nur drei ausrücken, komischerweise. Und das wären wahrscheinlich Raids Pikenkardinal sein. Aber wie man sehen kann hier, das ist schon eine ziemlich kranke Verteidigung. Vor allem bei der Map ist so eine Verteidigung natürlich super, wo alles nach vorne ausgerichtet ist, weil von hinten besteht ja keine Gefahr. Da platziert er auch nicht einmal schmale Türme anscheinend, wie es aussieht. Also theoretisch für die Map ist es natürlich eine super Verteidigung, aber wenn es auf einer Map gespielt wird, wo eben auch die Gefahr
von hinten kommen kann, ein Angriff von hinten durchgeführt werden kann, dann sieht die Verteidigung nicht ganz so gut aus, denn angenommen, die Angreifer schaffen es hier bis zum Torhaus. Ich glaube, die Verteidiger wären nicht in der Lage, diese noch anzugreifen. Hätte man hier einen toten Winkel quasi. Ah ja, und hier sieht man noch Patrouillen. Wie gesagt, bestehend aus Pikinieren, Armbrustschützen und Bogenschützen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, die Pikiniere, wo hier unten rumgammeln, sind tatsächlich die defensiven Pikiniere, also gar nicht jetzt für den Angriff gemacht sind. Werden wir aber jetzt noch sehen, wenn er angreifen wird. Und bis dahin würde ich auch sagen, können wir ruhig ein bisschen beschleunigen. Passiert hier ja nicht allzu viel. Ah, die Sotties lassen sich hier natürlich wunderbar absnipern. Von der Balliste vom Pikenkardinal. Die Stats an. Ja, die Stero Red ist hier schon deutlich vorne mit fast 100 Token. Wird wahrscheinlich auch nicht mehr so lang dauern, bis sie angreift, denn sie greift bei ihrem ersten Angriff mit 120 Angreifern an. Und zur Verteidigung hatte sie ja wie viel noch gleich? Ich bin aufgeschrieben. Genau, 129. Oh. Kurz mal pausieren und runtergehen von der Spielgeschwindigkeit. 120, denn hier gibt es tatsächlich einen gleichzeitigen Angriff. Und ja, das ist so ein bisschen der Kampf der Pikiniere hier. Beide KIs setzen sehr viel auf Pikiniere. Ja. Mal gespannt, wie das hier ausgeht. Aber die Armeen werden wohl aneinander vorbeimarschieren. Ja, und hier sieht man auch schon die KI. Das wirkt, als ob sie in Wellen angreift. Tatsächlich wurden aber hier die Pikiniere nur in verschiedenen Gruppen eingeteilt, sage ich jetzt mal. Aber eine Gefahr ist das auf jeden Fall nicht für den Pikenkardinal. Auf der anderen Seite hingegen sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. Hier wird jetzt bald noch Pech gezündet, gehe ich mal von aus. Oder vielleicht ist ja auch nicht die benötigte Anzahl an Truppen. Okay, jetzt wird es gezündet. Ah, das Pech. Ist vielleicht nicht so optimal platziert, weil es sehr viel übergreift. Und somit wird das Pech auch da entzündet, wo es vielleicht nicht unbedingt gebraucht wird. Deswegen hätte man das vielleicht ein bisschen mehr auseinander platzieren sollen, damit es eben pro Bereich einzeln angezündet wird und nicht übergreift. Aber okay, das war's soweit mit dem Angriff. Der fand eben mit 120 Truppen an von Seiten des Stero Red. Maximal werden auch 30 Katapulte eingesetzt. Wir werden überfallen. Zudem maximal 25 Buddelpikiniere. Und dann, wie gesagt, wurden eben die Pikiniere noch eingeteilt in verschiedene Gruppen. Ich vermute mal, dadurch wollte der Modder bezwecken, dass das Verhältnis von Nahkämpfern und Fernkämpfern so ist, dass eben zu Beginn deutlich mehr Nahkämpfer rekrutiert werden. Denn ja, wir haben hier maximal 10 Pikiniere als Attack Unit 2. Ist ja eigentlich ein Wert, den man mittlerweile lieber für die Fernkämpfer nutzt. Nahkämpfer werden bei Attack Unit 2 eben versuchen, irgendwo hinzurennen und teilweise bleiben sie halt einfach nur stehen. Das sind halt die Truppen, wo als erstes loslaufen. Das kann sinnvoll sein, vor allem bei KIs, wo Pech einsetzen, damit die schon mal Pechgräben auslösen. Aber häufig sind die eben nicht so nützlich als Attack Unit 2, außer man hat verschiedene Truppeneinheiten, die sich sehr unterschiedlich sind von der Geschwindigkeit, zum Beispiel Streitkolbenkämpfer und Schwertkämpfer. Denn wenn man alle Token in Attack Unit, nicht in Attack Main packt, die Hauptangriffstruppen, dann
laufen die ja alle mit derselben Geschwindigkeit. Beziehungsweise mit der geringsten Geschwindigkeit. Ja, beziehungsweise halt so schnell wie halt die langsamste Einheit ist, laufen dann alle Truppen. Und ansonsten war bei dem Angriff noch 20 Patrol-Armbrustschützen dabei, die also versuchen werden, um die Burg herum zu latschen. Dann hatten wir noch 10 Engage-Pikeniere, die also versuchen, außenstehende Truppen vorrangig zu attackieren. Zudem dann noch 15 Armbrustschützen als Verteidigung der Belagerungsgeräte. Und dann eben noch Pikeniere in Attack Main, sowie Mönche waren auch drin gestanden, da halt, wie gesagt, vermute ich, dass zuvor mal experimentiert wurde mit einer Kathedrale. Wahrscheinlich hat es dann einfach dem Ersteller nicht gefallen, weil das nicht mehr in die Burg gepasst hat und einfach sonst außenstehend irgendwo platziert werden müsste oder so. Ja, und man sieht auch hier, der Turm hier wurde schon ziemlich mitgenommen beim ersten Angriff. Aber gut, ich sag mal so, wenn hier die schmalen Türme zerstört werden, ist es jetzt kein Beinbruch für die KI, denn es sind immer noch 4 große Türme, die noch einiges aushalten. Und wenn ich mir so die KI anschaue, dann bin ich schon sehr überrascht, dass sie noch gar keinen Kampf gewonnen hat. Ich kann jetzt leider nicht genau sagen, gegen wen sie bereits gespielt hat. Aber ist doch überraschend, wenn man bedenkt, sehr viel Pech, eine große Anzahl Verteidiger, alle sehr gut zentriert. Und dann überrascht mich das doch ein wenig, dass die Stereo-Red so weit hinten ist. Aber mal gucken, vielleicht kann sie mit dem Match heute es schaffen, weiter zu kommen. Und jetzt haben wir wieder einen Angriff vom Pikenkardinal. Wir werden überfallen! Ah ja, da macht er schon ordentlich Stress mit seinen Katapulten. 4 Stück hat er bis jetzt. Hier die Türme da vorne eben, wie gesagt, die sind sehr schnell zerstört. Hier da, der Turm wurde, glaube ich, nee, der wurde noch nicht zerstört, oder? So, jetzt rückt er los mit seiner Armee, aber die werden hier, denke ich mal, alle verbrennen. Ja, ja, Pech ist ekelhaft. Aber interessant, dafür können dann die Truppen direkt den Turm angreifen. Da ist kein Wall davor. Das ist praktisch für den Angreifer. Wenn er mal da mit genügend Truppen rankommt, dann ist der Turm eigentlich auch schnell zerstört. Und dann theoretisch ist der Zugang zum Bergfried frei. So, hier nahmen noch ein paar Schwertkämpfer, aber der eine wurde hier im Richard-Style selbstständig weggeballert. Aber die Katapulte können schon ordentlich was ausrichten und ich glaube, das sind auch Störkatapulte, so wie sie sich verhalten, tatsächlich. So, oh, hier wird ja alles weggeschossen. Der Ochse, der Pikenier, zack, noch einer. Die wurden echt von Richard persönlich trainiert, die Katapulte hier. Boah, wobei die ja auch nur auf die eigenen Truppen gehen, ne? Steht auch wieder. Naja, also so, klar, die Türme sind günstig, aber so auf Dauer kostet es schon ein bisschen was, die immer nachzuproduzieren, beziehungsweise nachzuplatzieren. Aber jetzt wurden die ausgeschaltet von den Sorties, werden aber gleich welche nachgeschickt. Das funktioniert sehr gut hier beim Pikenkardinal mit den Störkatapulten, gefällt mir. Ja, auf jeden Fall gut gemacht. Auch, dass es nicht zu nah am Berg, am Burgkram ist, weil ich glaube, dann kann es auch passieren, dass eben die KI versucht, Zelte irgendwie da zu platzieren, wo dann quasi der Burgkram ist und somit kein Zelt platzieren kann. Aber gut, dann würde ich fast sagen, machen wir einen Zeitraffer. Ja, machen wir so. Jetzt natürlich die Frage, ich weiß nicht, ob ich die Stats jetzt einblenden soll, weil ihr habt ja sowieso das Overlay.
Ich würde eigentlich sagen, es ist nicht unbedingt notwendig. Dann kann man hier mehr sehen, was hier die Störgeräte erreichen und so. Aber schreibt mir bitte wieder in die Kommentare, wie ihr das mittlerweile sieht. Wenn jetzt das Overlay da ist, wird dann noch diese Anzeige benötigt oder nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns gleich nach der Zeitraffer wieder. So, weiter geht's. Jetzt gibt es mal wieder einen Angriff von der Stero Red. Mal gucken, was sie diesmal ausrichten kann. Sie versucht schon mal diesen zentralen Turm hier zu fokussieren und kann auch ordentlich Schaden anrichten. Aber es schießt nur noch ein Katapult. Die Balliste hat sich hier sehr gut wehren können. Deswegen wird dieser Turm wahrscheinlich fortbestehen. Und ja, da wollte ich eigentlich auf der Rückrunde drauf gehen, aber jetzt sieht man es halt besonders gut. So eine richtig effiziente Verteidigungsstrategie vom Pikenkardinal ist es ja, dass er seine ganze Burg umschlossen hat mit Burggraben bis auf den Bereich hier hinten. Und da ja viele Butler es nicht schaffen, einen Weg hier zu einem Wall zu schaffen, müssen eben die ganzen Angriffseinheiten den ganzen Weg in die Burg nehmen. Und werden derzeit halt von so vielen Türmen gleichzeitig beschossen. Genau, das ist eben eine sehr, sehr effektive Methode. Hat ja zum Beispiel auch Karylotus auf die Spitze getrieben. Er hat ja mal bei seinem eigenen KI-Turnier, bei dem Pyromanen, glaube ich, war es so gemacht, dass eben die ganzen Truppen außen rumgehen müssten und dann nochmal auf einer Mauer spazieren mussten und dabei die ganze Zeit abgeschossen wurden und auch noch Pech angezündet wurde. Und ja, kurzum gesagt, keiner von den Angreifern ist dann irgendwie lebend bis zum Bergfried gekommen. So, aber jetzt sehen wir direkt einen Gegenangriff von Pikenir. Mit ordentlich Katapulten hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Katapulten. Schmalmtürme hier vorne hat es sofort zerlegt. Aber natürlich fungieren die auch so ein bisschen als Mietschild, ne? Weil die Katapulte hier die Welle und die Türme fokussieren und eben nicht auf die quadratischen Türme gehen. In der Hinsicht ist das natürlich schon ein Vorteil, denn es ist natürlich viel dramatischer, wenn so ein großer quadratischer Turm kaputt geht, als wenn ein schmaler Turm kaputt geht, wo dann vielleicht höchstens drei, vier Abrissschützen draufgehen. So, aber die kommen jetzt doch recht weit. Wollte ich schon sagen, aber hier war doch noch ein bisschen Pech am Start. Ah, das Pech, das ist ekelhaft. Aber hier hätten nicht mehr allzu viel gefehlt, dann wären sie hier durch. Ah, beziehungsweise hier hinten sind sie gleich überholt, wie es aussieht. Oder? Sie sind immerhin durchgekommen. Sind allerdings noch zu viele Verteidiger hier im Pikenkardinal. Aber bis jetzt der beste bzw. der gefährlichste Angriff. Okay, dann würde ich aber sagen, macht mir an der Stelle gleich die nächste Zeitraffer. Bis gleich. So, jetzt gibt es mal wieder einen Angriff vom Pikenkardinal. Oh Leute, ich wollte hier gar nicht drehen. Hier hat er ein paar Katapulte in Keilformation aufgestellt. Okay, jetzt ist keine Keilformation mehr. Ah ja, die vorderen Türme mal wieder. So kennt man es ja. Die fallen direkt. Sie fallen wie die Fliegen im Angesicht der Armee des Pikenkardinals. Ja, mal gucken, wie weit er dieses Mal kommt.
wie viele von seinen, seinem Heer verbrennen muss. Ja, das tut so weh beim Zusehen. Das tut so weh. Oh, okay, da kommt man ja relativ weit hier an der Seite. Wenn wir etwas zu zerstören müssen, da sind sie direkt bald durch. Der Pikenier hier macht gute Arbeit. Jetzt ist er durch. Aber das reicht nicht, das sind zu wenig Truppen. Aber es sind auch wieder ein bisschen mehr durchgekommen als beim Angriff davor. Also sieht nicht mal so übel aus. Ne? Na gut, was für ein Jahr haben wir überhaupt? 1230, gut, da ist auf jeden Fall noch viel Zeit. Na, der Pikenkardinal hat auch tatsächlich ordentlich was an Gold angehäuft. Ja gut, weil er gerade angreift wahrscheinlich. Und ich denke auch, die Ratte wird bald wieder angreifen. Hier sind ja immer noch ein paar Truppen, hier haben das Tor zerstört. Ja, das soll es aber jetzt gewesen. Ah, hier sind noch ein paar Truppen. Ah, die sind ein bisschen auf die Wirtschaft gegangen, kann das sein? Ah, der Turm hier ist ja ordentlich angeschlagen. Zack, da kriegt ein Bogenschützen nach dem anderen erstmal einen Stein ins Gesicht. Naja, hier die äußeren Tür, mit der ist auch nicht mehr so gut beisammen. Aber der wird ultra schnell fallen. Beim nächsten Angriff ist er ziemlich schnell kaputt. Und wenn da noch kein Großteil der Angriffsarmee verbrannt ist, dann ist GG. Ja gut, vorausgesetzt die Stereo-Red hat dazwischen mal angegriffen. Nicht so viel auf dem Bergfried stehen. So, ich werde mal hier ein bisschen schneller. Zeitraffer mache ich jetzt nicht, weil ich glaube, die Stereo-Red wird bald auch angreifen. Da bin ich mal gespannt, wie der Pikenkardinal so beim nächsten Angriff performt. Ich glaube, er selbst ist noch relativ sicher. Es sind halt beides wirklich zwei KIs, die arbeiten mit sehr ekelhaften Verteidigungsmethoden. Pikenkardinal eben mit dem Umleiten der Truppen durch seinen Burggraben. Wir werden überfallen! Und die Stereo Red mit dem Pech. Pikenkardinal, das sind seine Sorties. Ja, weil ich hier durchaus erfolgreich. Ah. It's over, Crossbowman. The Bowmans have the high ground. Ah, okay, never mind. Sie sterben trotzdem. Oh, da gibt's den Angriff. Ja, die Angriffe von der Stereo Red sind halt leider nicht so effizient, weil er eben seine Pikeniere in so viele verschiedene Gruppen aufgeteilt hat und Attack Unit 2 sowie Engage sind beim Angriff nicht so geil. Hä? Hier ist schon das Torhaus kaputt. Wie ist denn das passiert? Hä? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Okay. Interessant. Hier kommt schon noch einiges an Pikinieren. Ja, es wird nicht reichen. Aber wie ist das Torhaus kaputt gegangen? Ich dachte, es wären die ersten Truppen, die losgelaufen sind. Da waren davor wahrscheinlich schon welche unterwegs und haben hier das Tor eingerissen. Krass. So, jetzt ist es wieder zu. Boah, okay, heftig. Ja, es ist jetzt. Jeder hat hier wirklich noch gute Chancen, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, ich mache hier wieder eine Zeitraffer und wir sehen uns gleich wieder.
So, meine Freunde, es gibt wieder einen Angriff vom Pikenkardinal. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt hier aussieht. Der Turm, wie gesagt, ist schon sehr gut angeschlagen. Da fehlt nicht viel. 2, 3 Katapultschüsse und der Turm ist kaputt. Und dann ist ein freier Zugang zum Bergfried da. Können ja mal gucken, wie sieht so aus mit den Truppen von der Steel Red. Ah gut, die hat aber sehr viele Truppen noch. Die hat noch sehr viele Truppen. Hoppala, das wollte ich nicht kennen. So. Nein. Ah, wir haben halt viele verbrannt hier, die wo eigentlich den Turm hier beschädigen wollen. Nee, ich glaube, er hat schon die Chance relativ vertan. Am besten wäre es jetzt gewesen, wenn er, glaube ich, den Turm gleich in Ruhe gelassen hätte, weil jetzt sind das viel zu wenig, glaube ich. Vor allem ist der Großteil der Armee hier hinten. Die kommen viel zu spät an. Ja. Nee, das wird nichts. Ja, das war schon mit dem Angriff. Er hätte eine gute Chance gehabt, aber das hat er nicht gut eingesetzt. Beziehungsweise, ja, es wurden halt viele Truppen einfach verbrannt. Genau, dann würde ich sagen, warten wir noch auf einen Angriff. Oder ja, komm, warten wir noch auf einen Angriff. Gehen wir direkt auf die 1000. Ist auch irgendwie schön hier bei dem Match. Schlägt es nicht. Selbst bei 1000 kommt mir ja eigentlich selten vor. Aber nicht vor jetzt natürlich. Jetzt wäre natürlich perfektes Timing für einen Gegenangriff. Ich sehe auch den Pikenkardinal. Der mittlere Turm ist auch schon gut angeschlagen. Wir werden überfallen. Mal sehen, ob sie Steel Red hier besser macht. Aber der Pikenkardinal hat jetzt schon relativ schnell nachrekrutieren können. Ach ja, genau, das habe ich ja auch noch gar nicht gesagt zur Steroid hier. Bezüglich der Beliebtheit. Mir ist nämlich aufgefallen, der Modder hat es so eingestellt, dass ich glaube Maximum Nahrung irgendwie 90 ist. Und Double Rations, also doppelte Nahrungsausgabe, gibt es ab 60 Nahrungseinheiten, soweit ich weiß. Jetzt kommt aber hinzu, dass eben noch Bier ausgegeben wird. Da hat er 60. Wahrscheinlich auch den vollen, ganz knapp noch den vollen Bierausschank-Bonus, vielleicht auch nur plus 6. Aber der Mod hat gleichzeitig eingestellt, dass die maximale Steuerstufe 7 beträgt. Das heißt minus 8 Beliebtheit durch Steuern. Und das würde ja heißen, dass er viel mehr positive Beliebtheit hat, als er eigentlich braucht. Das heißt, er hat eine zu niedrige Steuerstufe eingestellt. Wir werden überfallen. Beziehungsweise hätte er wahrscheinlich am besten einstellen sollen, dass die überschüssige Nahrung verkauft wird. Denn er hat viele Farmen. Er hat ja insgesamt 11 Apfel- und 5 Käsefarmen. Das reicht auf jeden Fall, um, denke ich, über diesen Schwellwert zu kommen. Und es reicht, glaube ich, auch, um die Bevölkerung auf plus 8 zu bringen. Also auf Extra-Rationen zu versorgen. Und das ist halt einfach nicht so effizient gemacht. Ne? Man sieht auch hier, blockt die ganze Zeit 100 Beliebtheit auf. Das heißt, er verschenkt ein bisschen Beliebtheit quasi. Ihr könnt auch mehr Steuern drücken, könnt auf jeden Fall mehr Gold rausholen. So, da kommt einiges an. Oh, das könnte gefährlich werden. Das könnte sehr gefährlich werden. Da ist er bereits durch.
kann man sehen, die sind natürlich sehr gut angeschlagen gewesen, die ganzen Pikiniere durch die Armbrustschützen. Sieht man hier. Die kommen alle sehr angeschlagen erst an. Aber trotzdem ist es noch ordentlich was. Es gibt hier den Knuppelfight. Gewinnt aber der Pikenkardinal ganz offensichtlich. Ja, hätte er die Steering Red früher angegriffen, gleich nach dem Angriff vom Pikenkardinal, hätte es schon sehr gut sein Ende sein können. Aber auf die Weise wird es nichts und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder nach der nächsten Zeitraffer. So, ein weiterer Angriff vom Pikenkardinal. Die Türme sind auch alle sehr gut. Ah, nee, der hier ist schon gut angeschlagen. Ah, vielleicht kann es der Pikenkardinal diesmal besser machen, aber ich gehe mal davon aus, die Steroid. Ah, hat noch viele Truppen, aber im Vergleich zum letzten Mal, ich denke, da ist sie über 400, deutlich über 400. Ah, ich glaube trotzdem nicht, dass es reicht. Das Pech gezündet, vielleicht etwas früh. Hier ein paar Einheiten gelangen auf jeden Fall zum Turm. Und, oh, ein anderer Turm ist gefallen. Ein anderer Turm ist gefallen. Direkt der zentrale Turm hier. Da kommen sie durch. Und schwer zu erkennen, wer hier die Oberhand hat. Aber ich würde sagen, Stero Red verteidigt das, ja. Da hat sie auf jeden Fall zu viele Pikiniere noch gehabt. Daran wird jetzt auch nicht dieser kleine Furz an Truppen was ändern. Aber tatsächlich, der Turm ist gefallen und der hier ist beschädigt geblieben. Das heißt, ja, vielleicht gute Aussichten auf den nächsten Angriff vom Pikenkardinal, wenn es dazu kommt. Wenn es dazu kommt, wie gesagt. Aber ich glaube, wir können hier wieder eine Zeitraffer machen, weil beim letzten Mal hat, glaube ich, Stero Red erst mit über 500 Truppen angegriffen. Deswegen wird das hier auch noch ein bisschen dauern und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich. So, jetzt kommt wieder ein Angriff von der Stero Red und wir sind jetzt schon im Jahr 1289. Das heißt, die beiden haben nicht mehr lange Zeit, um hier einen Sieg einzufahren. So, mal gucken, dieser Turm, was ist der Turm? Der Turm könnte schnell zerstört werden. Ja, da denke ich mal auch. Jupp, da ist er kaputt. Und, okay, die rennen halt alle so spät los und ich weiß auch den Grund dafür. Der Grund ist ganz einfach, weil, so jetzt ist das kaputt, es gibt nicht viel Angriffsfläche bei der Burg. Es gibt nur dieses eine Tor aus und die KI sendet ja selbst mit Patch nicht so viele Einheiten aus. Also sie sendet nur so viele aus, wie sie Mauerstücke oder halt Turm oder Torausstücke angreifen kann. Das Tor wird da frech wieder nachplatziert, ganz gemein. Und jetzt stehen alle Pikiniere blöd rum und nur ein paar hacken hier ein, aber jetzt ist wieder ein Zugang. Boah, der Knuckeltrieg.
Schafft der pinken Kardinal, denke ich mal. Hat sich hier geräumt. Ja. Ja, ich denke, das wird auf dem Unentschieden hinauslaufen. 9 Jahre haben wir noch Zeit. Bis dahin mache ich keine Zeitraffer, sondern ich warte noch auf einen Angriff vom Pikenkardinal. Ich habe jetzt spontan entschieden. Denn ich glaube, das dauert jetzt nicht allzu lang, bis er angreift. Wäre natürlich jetzt wieder idealer Zeitpunkt anzugreifen. Und ja, hier sieht man es. Er hat tatsächlich einiges an defensiven Pikinieren hier auf dem Bergfried, was auf jeden Fall eine sehr gute Idee ist. Ne? Bald sollte er wirklich mal angreifen. Denn sonst haben wir schon das Jahr 1300 bzw. 1301 und dann kann er ruhig noch einen Kill holen, aber das wird ihm nichts bringen. Dann wird das als unentschieden gewertet. Jetzt rückt er aus. Ich denke, das könnte zeitlich. Allzu viel Zeit soll er sich aber dennoch nicht lassen. So. Ja, die Steo-Red hat nicht so ultra viele Truppen. 410. Ist zwar ein bisschen mehr als beim letzten Mal, aber natürlich hat der Pikenkardinal jetzt auch mehr Angreifer. Jetzt kommt es ganz stark darauf an, ob das schafft, hier Tor oder einen Turm zu zerstören. Ich drehe hier mal die Kamera. Nee, es ist alles noch gut bei gut im Schuss. Eine Nachricht der Ratte. Geil, es läuft nicht gut für euch, was? Das kann ich mich auch noch einladen. Der Turm ist jetzt kaputt, der war ja davor schon angeschlagen und jetzt bin ich mal gespannt. Da wird noch Pech gezündet, oh mein Gott. Ist das die Entscheidung? Das Pech hat es für eine Entscheidung gesorgt, es sieht danach aus. Es sind kaum noch Truppen. Gut, wahrscheinlich selbst ohne Pech hat es die Stereo Red noch verteidigt. Und jetzt ist es eigentlich auch sicher, das wird auf jeden Fall unentschieden. Die Stereo Red wird nicht mehr kontern. Aber ich bin mal gespannt aufs Rückspiel, denn das war jetzt zumindest kein Spiel, wo man sagen kann, dass das unmöglich war für die KIs gegenseitig durchzubrechen. Also gut, durchgebrochen sind beide ja. Im Endeffekt war es dann immer halt mehr oder weniger blödes Timing. So dass es für den finalen Punch dann nicht gereicht hat. So, 1299 haben wir, jetzt haben wir gleich 1300. Ja, und jetzt, der letzte Monat bricht gleich an. Jetzt ist es vorbei und ich beende direkt und switche die Position. Nein, sorry. Jetzt. Okay, und dann gucken wir mal, ob es diesmal ein anderes Ende hat. Jetzt so ein kleiner Vorteil. Hoppla, bitte langsamer. Kleiner Vorteil auf Seiten des Pikenkardinals, weil er jetzt die bisschen bessere Seite hat, da wo die KIs ein bisschen besser zurechtkommen. Und gehen wir mal auf 130, um den Aufbau zuzuschauen. Ich glaube, ich habe es schon in der Hinrunde gesagt, der Pikenkardinal hat ein geringes Bildintervall von 3, beziehungsweise wie man sieht, ein hohes oder ein geringes. Also er baut sich halt langsam, vergleichsweise langsam auf, was ich aber auch mal gut finde. So, Bildintervall 1 ist hier zum Standard geworden. Das heißt,
Das ist dann nicht schlecht, wenn da mal jemand weggeht vom Mainstream, ne? Okay, aber dann würde ich sagen, wo habe ich meinen Zettel mit dem Pikenkardinal? Hier ist er. Ja, was Außenwirtschaft betrifft, hat er hier maximal 6 Farmen, davon 4 Weizenfarmen und 2 Käsereien. Gehe ich mal stark davon aus für Gerbereien. Hier hat er bis jetzt 3 Weizenfarmen und 2 Käsereien platziert. Kommt jetzt bald noch die vierte Wirt Weizenfarm. Ansonsten hat er noch 4 Steinbrüche. Davon stehen bis jetzt 2 und 6 Eisenfarmen. Ich sage immer Eisenfarm, Eisenminen natürlich. 1, 2, 3, 4, 5 hat er bis jetzt. Jetzt hat er auch seine 4 Weizenfelder, wunderbar. Ansonsten 10 Holzfäller. Warte, hier unten hat er erstmal errichtet. Macht die KI ja ganz gerne, dass sie erstmal einen Spot wegroden und dann zum nächsten weiterziehen. Und 5, bis zu 5 Pechfarmen tatsächlich, auch wenn er kein Pech benötigt. Soweit ich weiß, verkauft er das alles. Ja, bis jetzt hat er 2 Pechgruben platziert. Und ansonsten. Ja, vielleicht zur Rekrutierung. Er rekrutiert von der Prozentzahl zu 35% im Default-Status Verteidiger, zu 25% Raid und zu 40% Angreifer. Im Strong-Status hat er tatsächlich nur 5% für Verteidiger, 10% für Raid und 85% für den Angriff. Übrigens, was mir mal Carilot vor nicht allzu langer Zeit gesagt hat, im Strong-Status kann man auch ruhig viel auf den Defense-Wert setzen. Denn wird die maximale Anzahl der Verteidiger ausgebaut, wird die KI automatisch ja, Angreifer rekrutieren. Das heißt, dieser Wert, angenommen, ich habe 60 eingetragen beim Zustand Strong, bei Defense, dann würden die 60% danach eben den Angriffstruppen zugerechnet werden. Ansonsten setzt er noch 8 Armbrustschützen als Sortie-Units ein. Und als Melee hat er 0 eingegeben. Und dazu None. Also für keine Einheit ausgewählt. Was allerdings, soweit ich weiß, nicht so richtig Wir werden funktioniert, denn überfallen. wenn man None einträgt, dann wird ja die KI trotzdem Truppen ausbilden als Sortie-Units. Wird wahrscheinlich beim Pikenkardinal sehr wahrscheinlich die Pikeniere sein. Das heißt, wenn er keine haben soll, dann sollte der Pikenkardinal bei Sortie-Melee Mönche eintragen oder Tunnelgräber oder bei ihm gehen sogar auch jegliche Form von arabischen Einheiten, da er selber keine hat, also keinen Söldnerposten hat. Ansonsten, ja, maximal hat er 92 Verteidiger, davon 72 auf der Burg. Das ist eigentlich nicht so eine große Anzahl, ne? Aber wie gesagt, der Burggraben ist halt eine sehr, sehr effiziente Verteidigungsstrategie. Das heißt, er hat 20 Patrouillen und die teilen sich wiederum auf 2 Gruppen auf. Sieht man bis jetzt noch nichts. Bis jetzt will er wohl eher Türme besetzen, macht ja auch Sinn. Ansonsten beim Raiden setzt er erstmal grundlegend 18 Pikeniere ein und dazu kann noch bis zu 20 random dazukommen. Ansonsten setzt er zum Stören bis zu 6 Störkatapulte ein. Oh, hier sehen wir einen kleinen Raid vom Pikenkardinal. Ja, ah ja, will ich jetzt auf die Käserei gehen. Natürlich wäre es viel gescheiter, wenn er hier die Steinbrüche und Eisenminen hier umfokussieren würde. So.
Ja, und dann die Werte zum Angreifen, sage ich dann, sollte der erste Angriff erfolgen. Und jetzt, um nochmal auf die Burg zurückzukommen, was ich interessant finde, ist, dass man so einen inneren Kern hat und dann im äußeren Kern sich nur auf Waffenproduktion beschränkt hat, ist jetzt eher uneffizient, würde ich mal behaupten, weil die jetzt schon ziemlich weit weg sind vom Lager. Und auch, dass die Gerber hier stehen, da hätte ich lieber am besten Bogenmacher platziert. Denn die Bogenmacher müssen sich ja mehrmals Holz holen, bei allen anderen, also bei den Rüstungsschmieden und so. Ich glaube, die brauchen nur ein Eisen, müssen die sich holen. Deswegen setzt man Bogenmacher gerne sehr nah an das Lager ran. Und ich meine, die Gerber, die brauchen ja gar nichts vom Lager, die müssen sich nur die Kühe holen. Und deswegen kann das ruhig etwas weiter entfernt sein. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, vielleicht ist es nicht nach effizient ausgerichtet, aber ich habe schon das Gefühl, beide KIs hier sollen schon ziemlich effektiv sein. Und deswegen spreche ich das auch an. Also ein Graf von Tiberias oder so, da sage ich jetzt nichts dazu, weil bei dem merkt man schon, finde ich, das ist nicht unbedingt auf Effektivität getrimmt, beziehungsweise auf Effizienz. Aber wenn die Leute auf Effizienz trimmen sollen, dann gebe ich eben auch ein paar Tipps dazu, wie es auch etwas besser geht. Ja, ansonsten auch punkto Effizienz, die Bäckereien, keine Ahnung, da hätte man auch ein paar hier drüben hinstellen können. Ne, da ist ja relativ viel freier Platz, der ungenutzt ist. Also den Platz hier in der Burg hätte man schon ein bisschen besser ausnutzen können. Aber genau, an sich trotzdem ein solider Burgaufbau. Auch natürlich diese Wälle hier vorne sorgen für einen sehr guten Schutz der Türme. Und genau. Der einzige Schwachpunkt hier ist eigentlich bei der Burg, also der größte Schwachpunkt ist das Torhaus. Das fällt halt dann schon relativ schnell, vor allem wenn sich eben die Angreifer darauf fokussieren, was sie auch tun, logischerweise. Es gibt ja sonst nichts anzugreifen, wenn man nicht aufbuddelt. Das hat man ja gesehen bei der Hinrunde, dass eben das Tor schon sehr schnell fällt und dann direkt ein Zugang zum Bergfried, nicht wahr? Wie muss ich das jetzt überhaupt drehen? Orange müsste hier unten links sein beim Overlay. Dann ist so die Position eigentlich korrekt. Alles klar. Ich werfe noch einen Blick auf die Statistik. Da sieht man, die Stereo Red ist schon deutlich vorne mit den Truppen. Interessanterweise. Gut, man muss sagen, die Stereo Red hat halt noch Bogenschützen. Die sind relativ günstig. Während der Pikenkardinal hier nur Armbrustschützen bieten und dann noch halt eben die Schwertkämpfer hat, also allesamt sehr teure Einheiten. Und ja, ich glaube, dann würde ich sagen, mache ich auch direkt hier Speedrun. Den Aufbau haben wir jetzt gesehen und ich glaube, das Video wird schon ziemlich lang. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn was Spannendes passiert. So, jetzt gibt es den ersten Angriff, hätte ich fast verpennt, hier vom Pikenkardinal. Der kann vielleicht so ein bisschen für wirtschaftlichen Schaden sorgen, indem er hier die Schweintürme kaputt macht, aber viel mehr wird er hier auch nicht erreichen. Deswegen gehe ich hier gleich ein bisschen höher. Ah, für den Turm hat es leider nicht gereicht. Ja, das war es auch schon mit dem Angriff, aber hier werden ein paar Störgeräte rausgeschickt. Und ich würde aber trotzdem... Ah ne, da wollte ich schon Zeitraffer machen. Hier kommt hier direkt der Gegenangriff von der Stereo Red. Aber das ist ja auch noch eine niedliche Anzahl an Eingreifern. Also das wird auch noch gar kein Problem sein, abzuwehren. Ja, die Sorte Units können hier die Gefahr der Störkatapulte direkt entgegenwirken. So, ja, die haben zumindest ein paar defensive Geräte zerstören können. Ja, und interessant, es sind auch ein paar Mörderlöcher hier beim Pikenkardinal. Und
das könnte natürlich so ein Punkt sein, dass er so schon ziemlich stark nachhinkt, was das Truppenausbilden geht im Vergleich zu Steel-Red. Ich habe halt so das Gefühl, bei Mörderlöchern, ich setze sie sehr gerne ein, aber sie bremsen halt ziemlich stark den Aufbau ab. Weil sie eben Holz benötigen und Holz wird eben am Anfang vor allem zum Aufbau der ganzen Gebäude benötigt, der Außenwirtschaft und so weiter. Habe ich so ein Gefühl, dass das eben ein bisschen hinderlich sein kann. Aber gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, es gibt direkt den nächsten Angriff vom Pikenkardinal und ich habe leider vergessen, beim ersten Angriff hier die ganzen Fakten vorzutragen. Der erste Angriff wäre mit 100 Angreifern gekommen plus irgendwas zwischen 0 und 35 an Random-Truppen. Und maximal setzte 6 Katapulte ein für den Angriff. Dazu übrigens habe ich gesehen, 14 Baumeister hat er eingetragen. Das heißt, 2 mehr als man unbedingt braucht. Und da kann ich sagen, das ist sinnlos. Denn ich habe das früher auch teilweise gemacht, dass ich mehr eingetragen habe, weil ich mir gedacht habe, ja gut, wenn ein paar Baumeister beim Sammeln abgeschossen werden, dann ist es gut, wenn ein paar auf Vorrat sind. Aber nein, das ist leider nicht so. Zusätzliche Baumeister würden einfach ja, blöd rumstehen und würden nicht wieder die Zelte nachbesetzen. Das heißt, es macht absolut keinen Sinn, mehr Baumeister als benötigt einzutragen. Dann hat er noch 28 Buddelpikeniere eingesetzt, maximal. Und bei Attack Unit 2 hat er 70 Ampelschützen eingetragen. Und in Attack Unit Main als Hauptangriffseinheit 2x Schwertkämpfer und 1x Pikeniere, das heißt, ja, greift zumindest in der Hinsicht mit mehr Schwertkämpfern an, tatsächlich. Und genau, das wäre so alles, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder nach der nächsten Zeitraffer. Bis gleich. So, nächster Angriff hier von der Steel Red. Gucken, was sie hier ausrichten kann. Ja, zuerst nur ein Katapult. Das wird nicht so viel im Damage machen, denke ich mal. Ja, die, glaube ich, kommen nicht einmal bis zum Torhaus. Jo, das war's basically mit dem Angriff. Gut. Bei Einheiten werden jetzt auch nichts mehr dran ändern, meine ich. Deswegen würde ich sagen, machen wir direkt den nächsten Speed-Up. Also so viel dazu, da brauche ich ja gar keinen Speed-Up machen hier. Hier kommt direkt der Gegenangriff. Und tut mir leid, wenn jetzt ein paar Leute das triggert, wenn ich das jetzt schneller laufen lasse. Aber ich habe das Gefühl, das Video wird schon lang genug gehen. Und ja, wie gesagt, ich habe ein nicht so gutes Internet. Und bei mir dauert so ein langes Video zum Uploaden extrem lang. So eine Stunde dauert schon gut mal über 10 Stunden. Und deswegen versuche ich eben, solche Kämpfe dann ein bisschen zu beschleunigen. Ja, die knabbern hier nur ein bisschen an den Wellen, aber mir auch nicht. Deswegen aber jetzt der Speed-Up.
So, es ist mal wieder Belagerungszeit hier. Der Pikenkardinal greift an. Aber es ist wieder das übliche Spiel. Es tut mir leid, Leute. Ich versuche das wirklich irgendwie noch interessant zu kommentieren. Aber die Angriffsmuster sind hier halt immer gleich. Und auch dieser Angriff wird einfach... ja, nicht erfolgreich sein. Da mache ich euch nichts vor. Ja, die verbrennen wir alle. Trotz genervter Verteidigung ist hier gar kein wirkliches Ende in Sicht. Das sind die defensiven Pikeniere, die hier das Ganze noch reißen. Okay, dann würde ich sagen, direkt bis zum nächsten Angriff. So, jetzt haben wir einen Angriff von der Stereo Rivette. Mal gucken, wie viele Truppen hat der Pinkenkardinal, 360. Ja, das ist auf jeden Fall noch zu viel, denke ich mal. Mal gucken, ob sie es diesmal bis zum Tor schaffen, vielleicht sogar das Tor einreißen können. Dafür hat es noch nicht gereicht. Ich glaube, da haben wir dann auch die Truppen nicht verändert. Ah, aber es wird hier ein bisschen ausgebuddelt. Das heißt, der Turm hier kann kaputt gemacht werden, auch wenn es sinnvoller wäre. Ja, der wird nicht zerstört, wenn der am Leben bleibt, damit er beim nächsten Angriff hier zerstört werden kann. Aber auch der andere Turm hier wurde zerstört. Haben wir auch, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, dass hier die Türme mit Nahkampftruppen zerstört wurden, beziehungsweise dass die Buddel auch mal so viel erreicht haben und so nah gekommen sind. Hm, ja, der nächste Angriff wird interessant sein für das Stereo Red. Bei Pikenkardinal jedoch, gut, die sind ein bisschen angeschlagen, aber nicht so sehr. Alles klar, dann würde ich sagen, bis gleich. So, der nächste Angriff kommt. Das ist doch jetzt schon mal eine anständige Anzahl an Truppen. Aber die Stereo-Rivette hat einfach so viele Verteidiger. Und das ist das Problem. Und man geht gleich ein bisschen schneller. Da gibt es wieder ein Barbecue, so wie man es kennt. Aber jetzt gleich sollte der Durchbruch erfolgen. Hier sind sie nicht schon durch an der Stelle, ja. Raffen es einfach nur nicht. Oh, und an der Stelle auch. Theoretisch hätten sie so ein bisschen die Stereo-Rivette austricksen können. Aber nee, hat nicht funktioniert. Und deswegen wieder, würde ich sagen, Speed up, let's go.
es gibt wieder einen Angriff von der Stereo Red. Da wird direkt der Turm zerlegt, der wäre davor schon sehr gut angeschlagen. Mal gucken, wie viel dieses Mal die Butler erreichen können. Die Butler, nicht zu wechseln mit Butler. Ja, tut mir leid, Leute, ich weiß schon nicht mehr, was ich kommentieren soll, deswegen kommen jetzt ein paar schlechte Witze. So, das Tor ist direkt kaputt, jetzt kommt die ganze Masse hier rein. Aber das ist noch nicht genug. Ah, da wurde auch sogar ganz frech das Tor sogar wieder zugebaut. Da ist es wieder offen. Aber nee, viel zu viele Schwertkämpfer. Viel zu viele Schwertkämpfer hier. Gut, dann will ich gar nicht lang warten auf den nächsten Speedup, sondern wir starten direkt damit. Bis gleich! So, es ist wieder Zeit für einen Angriff. Dieses Mal kommt wieder der Pikenkardinal zum Zug. Gucken die Türme. Der linke ist gut angeschlagen. Und der rechte auch. Interessant. Interesting. Aber wie viele Truppen hat er? Zu viel, denke ich. Der Turm sollte trotzdem gleich drauf gehen. Na, wo sind sie durch? Da hinten. Okay. Ah, nee, das wird nicht reichen. Obwohl, klar, man muss bedenken, es sind auch ein paar Schwertkämpfer dabei, die so viel mehr DPS, aber gut, dafür hat die Steroid den Heimvorteil mit den Armbrustschützen. Deswegen wird das wieder nichts. Da ist kein Durchkommen. Alles klar. Aber Angriff gescheitert. Ihr wisst, was das heißt. So, nach einer Ewigkeit mal wieder gibt es jetzt wieder einen Angriff. Es ist ein gleichzeitiger Angriff. Okay, jetzt wird es hier doch nochmal interessant. Ja, was kann jetzt passieren? Entweder bremsen sich die Armeen gegenseitig aus oder eine KI kann dadurch stark profitieren. Die rennen schon so ein bisschen ineinander rein. Ich würde sagen, Pikenkardinal hat jetzt auf jeden Fall das Bessere losgezogen. Okay. Das wird's wohl gewesen sein. Der Stereo Red ist durch.
Piratenkardinal hat so gut wie nichts mehr auf dem Bergfried. Aber verkackt mir jetzt, weil er nicht auf den Bergfried kommt, oder was? Ach du Scheiße, kurz mal Pause. Wie sieht's hier oben aus? Ja, wenn die durchkommen, dann werden die halt auch schon... Dann werden die auch den Burgherr schaffen. Wir haben übrigens schon das Jahr 86, also es wäre bald sogar unentschieden gewesen, ne? Aber die wollen hier nicht wirklich hochgehen. Doch jetzt. Wunschgemäß, oder? Okay, doch, das wird auf jeden Fall die Stereo-Red machen, denke ich mal. Oder? Die gehen viel zu vereinzelt nach da oben. Was ist denn hier los? Okay, sie haben es geschafft. Ja, die waren hier auf jeden Fall noch relativ weit weg. Guckt euch diesen Leichenhaufen an, meine Güte. War aber nochmal knapp. Und ich muss eigentlich sagen, unentschieden wäre eigentlich eher verdient gewesen. Ich bin zwar froh, dass wir jetzt noch einen Gewinner haben, dass wir nicht zweimal ins Timeout gekommen sind, aber ein Unentschieden wäre, glaube ich, schon gerechter gewesen. Aber so ist das nun mal. Einfach gutes Timing gehabt an der Stelle. Ja, getötet hat der Pikenkardinal mehr, weil die Stereo-Red sehr wahrscheinlich mehr ausgebildet hat. Und oh mein Gott, wie knapp war das vom Goldscheffeln her. Ganz geringer Unterschied, nicht mal 500 Gold mehr hat der Pikenkardinal gemacht. Also das waren wirklich KIs auf einer Wellenlänge. Stellt euch mal vor, die zwei KIs kommen zusammen in ein Team. Das wäre so ein ekelhaftes Team. So ekelhaft am Verteidigen. Ja, zerstört hat der Pikenkardinal mehr. Jetzt ist okay, ja. Stereo-Red, wie ich schon vermutet hatte, hat mehr ausgebildet. Knapp 500 Truppen mehr. Und alles klar. Dann haben wir also doch noch einen Gewinner. Ich habe ehrlich gesagt schon damit abgeschlossen. Ich habe schon noch stark damit gerechnet, dass es wieder ein Timeout wird, aber auf die Weise wird es ein 2 vs. 1 für Stereo-Red. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich habe fertig.